los textos, provocaciones. Y me dedico a mil canciones, me promete. Ja, herzlich willkommen am Bahnhäuschen in Rappelsdorf. Hallo, Heinz, habt auch mit drin. Herzlich willkommen, Heinz Becker. Applaus! Ja. Herzlich willkommen, Herr Thiele, Chef der Reichsbahn. So, jetzt kommt, oh, den Mann kenne ich noch nicht, der stellt sich gleich vor. Der zweite Chef. Zwei Geschäftsführer, Und jetzt wird es ganz spannend, Frau Enders, Landrätin. Ingreis, die Landrätin von Ingreis. Nicht Sonneberg, wie das sein, und grüß Sie, Frau Enders. Hallo. Mein Name ist Katrin Kern-Ludwig. Ich bin Herzensblut, Provinz-Enthusiastin und Schleusigerin. Und wir sind heute hier, um für einen familienfreundlichen Radweg zwischen Werra und Rennsteig zu radeln. Wir haben ja ein paar Teilstücke zwischen dem Werratal-Radweg und dem Rennsteig, haben wir ja. Und diese Radwege werden wir heute befahren. Und da, wo es eben nicht geht, da werden wir die Straße leider Gottes ein bisschen blockieren müssen. Wir wollen Tourismus hier bei uns in der Region wieder fördern. Ja, wir sind in einem Dornröschenschlaf, da wollen wir unsere Region wieder aufwecken. Und ich glaube, je mehr Radler wir heute hier finden, desto stärker wird der Weckruf. Und wir werden entlang quasi des Schleusetalradweges und dann den Engertalradweg über die, ja, sagen wir, moderateste Steigung auf dem Rennsteig kommen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die wollen wir jetzt endlich anschieben. Die sind schon seit vielen Jahren im Gespräch. Aber keiner hat sich verantwortlich gefühlt. Und wir als Bürgerinitiative 1871, die Provinzenthusiasten, haben gesagt, hier muss was passieren. Und dafür treten wir an und haben da, wenn man sich so umguckt, schon einige interessante Mitstreiter gefunden. Naja, ich bin die Landrätin des Ilmkreises, Petra Enders, und ich bin heute sehr, sehr gern zu dieser Aktion gekommen. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, wir sind hier in Thüringen eine starke Tourismusregion und wir müssen auch über die Landkreisgrenzen hinaus zusammenarbeiten. Das habe ich schon getan, insbesondere mit dem Landkreis Hildburghausen, mit dem Thomas Müller. Wir haben es also gemeinsam geschafft, dass auch die Bahnstrecke von Ilmenau bis zum Bahnhof Rennsteig wieder in Betrieb genommen werden konnte und regelmäßig jetzt auch an den Wochenenden auch Bahnverkehr anbietet mit dem Rennsteig-Shuttle. Und es muss uns jetzt gelingen, natürlich auch, dass wir auch eine verkehrstechnische Anbindung und Erschließung und auch einen Regelbetrieb auf der Strecke von Thema über Schleusingen bis auch zum Bahnhof Rennsteig hinbekommen. Und wenn wir das wollen, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir eine starke Struktur rundherum haben. Und dazu gehört die Radinfrastruktur. Jetzt mal, warum die Rennsteigbahn auch so hohes Interesse hat, die ganze Nummer hier mitzumachen, mit dem Radweg. So, also erstens wird es mit dem Dialekt noch schlimmer, weil ich komme aus Jena. Ach, das ist so. Ja, aber ist egal. Ja, warum hat die Rennsteigbahn Interesse? Ganz einfach. Wir kämpfen ja seit vielen, vielen Jahren um. Wir sehen uns ja hier mit der Eisenbahn als touristisches Bindeglied zwischen den verschiedensten touristischen Destinationen entlang dieser Schiene. So sind wir angetreten, so sind wir die ganzen Jahre auch in Verhandlungen gegangen mit den Ministerien etc. Wir haben ja einen Teilerfolg bereits erringen können am Nordhang des Thüringer Waldes. Es gibt also derzeit ja einen regelmäßigen Wochenendverkehr zwischen Erfurt über Ilmenau zum Bahnhof Rennsteig, der sich einer sehr guten Beliebtheit erfreut oder sehr großen Beliebtheit erfreut, was uns natürlich auch sehr glücklich macht, weil genau da wollen wir ja hin. Es wird also touristisch sehr gut angenommen, gerade eben auch für Radfahrer, Wanderer und im Winter dann Langlauf, Skifahrer etc. Klingelingelingeling, Lingling, Ding Dong. Textos, provocaciones. Y me dedico a mil canciones. Me promete mil ocasiones. Luego cancela, manda.
Henneberg, Bürgermeister der Stadt Schleusing. Ich sehe diesen Radweg eigentlich als eine gute Alternative, um Werratal und Rennsteig zu verbinden. Gerade als Verbindung vom Werratal-Radweg zum Ilmkreis-Radweg mit dem Radknoten Schleusing-Marktplatz. Das finde ich ganz wichtig. Hier werden sich künftig alle Radwege treffen, ob von Suhl kommt, im Werratal oder vom Rennsteig. Und ich finde es für die Stadt Schleusing einen guten Weg, wenn wir das klären könnten. Christian, ich glaube, wir sind heute schon 23 Kilometer gefahren und eine Stunde 43 waren wir unterwegs. Jetzt eine kleine Pause und dann geht's gemütlich weiter. Mein Name ist André Knapp, bin der Oberbürgermeister der Stadt Suhl. Warum ist Suhl heute hier mit am Start? Weil seit dem 1. Januar 2019 Schmiedefeld neuer Ortsteil von Suhl ist. Und es ist ein gemeinsames Anliegen der Schleusinger Neundorfer und der Schmiedefelder ist, hier eine funktionierende Verbindung hinzubekommen. Nicht nur den Bus, den noch nicht fährt, sondern eben auch das Rad, um die touristische Erschließung hier auch sicherzustellen. Hoch lebe unser Verein, wir wollen zusammen sein, schöne Stunden zu erleben, Freude fürs ganze Leben. Liebe unser Verein, wir laden euch ein.